Raimund Baumschlager, Sieger der Lavantal-Rallye. Wie war's? Ja, war wieder mal eine spannende Rallye im Lavantal, wie jedes Jahr. Heuer hat halt auch zum Schluss der Regen nur mal zugeschlagen. Und das ist halt irgendwie schwierig, die Umstellung. Aber ansonsten bin ich froh, dass wir jetzt die Durststrecken einmal wieder beendet haben. Jetzt ist zwei Jahre gar nichts gegangen da. Voriges Jahr waren wir sogar 101. und im Ziel 8er. Ja, eigentlich heute war es perfekt und mich freut auch die letzte Prüfung mit der Power Stage. Haben wir nochmal ein paar Punkte geholt und im Regenfahren war wirklich nochmal so richtig lässige Herausforderung. Danke. Bitte. Ja, Fabian Greim, leider am ersten Tag ausgeschieden. Was war los? Ja, wir hatten am Start ein komisches Geräusch und nach ca. 3, 4, 5 Kilometern ist uns dann die Kupplung irgendwie angeflogen. Ja. Und heute Restart, wie war es der heutige Tag? Ja, heute Morgen haben wir uns etwas schwer getan auf den ersten beiden Prüfungen, haben dann im Service ein bisschen was geändert am Auto und dann sind wir von Prüfung zu Prüfung wieder besser ins Laufen gekommen und konnten dann auf der 11 ja noch die Bestzeit fahren. Und auf der 12 unter den schwierigsten Bedingungen auch noch ganz gut fahren und zufrieden. Im Endeffekt sind wir zufrieden, ja. Danke. Michi Böhm, Sieger der Zweibeutel bei der Lavantal-Rallye, wie war's? Naja, es hat am ersten Tag ein bisschen zart begonnen. Wir haben nicht so ganz in die Rallye reingefunden, ich war etwas verkrampft und haben mich zu sehr auf die Mitbewerber konzentriert. Und es ist dann gegen Ende immer besser geworden, wir sind besser ins Fahren gekommen. Von den Zeiten hat es ganz gut gepasst. Wir waren von Anfang an Vierter Gesamt und ganz knapp am Hermann Gassner dran, der jetzt auf Stockholm gefahren ist. Der Samstag hat gut begonnen. Wir haben dann das Tempo steigern können und unseren Vorsprung rausgefahren von fast 1,5 Minuten. Und jetzt zum Schluss hat das Wetter nochmal umgeschlagen und da haben wir auch richtige Reifenentscheidungen getroffen und haben die Postage gewonnen. Ja, und jetzt geht es hochmotiviert ins Wechselland. Da können wir eigentlich das Setup jetzt lassen, so wie es zum Schluss jetzt war, weil es ist zu erwarten, dass im Wechselland ähnliche Regenverhältnisse sind wie da jetzt wieder. Und dort soll es eigentlich ganz gut ausschauen, weil da waren wir auch in der letzten Zeit immer ganz gut aufgestellt.